Herzlich willkommen zum vierten Video in meiner Videoreihe, wie erstelle ich eine vorwissenschaftliche Arbeit bei vwa-wie-lernen.at. Und ich möchte heute etwas zeigen, wie man vielleicht präsentieren und diskutieren könnte, was deine Arbeit betrifft. Du musst ja, wenn deine Arbeit fertiggestellt ist, diese dann im Rahmen der Matura dann präsentieren und darüber wird dann auch letztlich diskutiert. Laut den Vorgaben des Bildungsministeriums geht es ja darum, dass der Präsentations- und Diskussionsanteil eine Einheit darstellt. Also es wird nicht nur etwas von dir einfach nur dargestellt, sondern es wird dann auch über diese Arbeit dann mit dir gesprochen und dann diskutiert. Ich habe dann hier mehrere Punkte angeführt, letztlich 15 Punkte, die du durchgehen solltest, wenn du dir überlegst, in welcher Form und wie du diese Präsentation dann durchgehst. Das erste ist sicherlich eine Situationsanalyse. Das heißt, wie lange habe ich Zeit, diese Präsentation und Diskussion durchzuführen? Umfang zwischen 10 und 15 Minuten. Dann, wo findet diese Prüfung statt? Wo ist diese Präsentation letztlich? Klasse und Festsaal zum Beispiel, wenn eine Schule eine, die bei den Maturen in einer Klasse stattfindet, wird sich in einer anderen Form dann deine Arbeit präsentieren lassen als in einem großen Festsaal. Gibt es hier zum Beispiel Beamer? Gibt es Projektoren? Kann ich ein Rednerpult, habe ich überhaupt einen Computer, habe ich eine Flipchart und dergleichen mehr. Wie viele Personen sind bei dieser Präsentation anwesend? Gibt es eine bestimmte Sitzordnung? Wer kann mir bei technischen Problemen helfen? Das sind Fragen, die man im Vorfeld klären sollte und die du mit deinem Betreuerinnen und Betreuer besprechen solltest. Dann die Zielgruppenanalyse, zweiter Schritt. Soll ich meine Zuhörer namentlich ansprechen? Wen kenne ich? Wen kenne ich nicht? Vorsitzender, wer könnte sonst noch als Zuhörer vielleicht dann irgendwie dann dabei sein? Welche weiteren Einstellungen haben die Menschen zu meinem Thema? Sind sie sehr interessiert oder könnte schwieriger sein, sie dazu zu motivieren? Was sollten sich meine nächsten Schritt bei der Zielanalyse, was sollten sich meine Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich davon merken? Welche Fragen könnten die Zuhörer zum Beispiel zu meiner Arbeit stellen? Welche Arbeit gebe ich dann auf meine Forschungsfrage? Wie kann ich erreichen, dass meine Präsentation sich von anderen vielleicht unterscheidet? Kann man zum Beispiel live eine Mindmap darstellen, live auf eine Flipchart was aufmalen, ein Umweltdiagramm machen und so weiter. Dann geht es schon ans konkrete Umsetzen dieser Vorstellungen. Das heißt, man bereitet zum Beispiel eine Präsentation vor, man arbeitet zum Beispiel mit einem Präsentationsprogramm. Man entwickelt ein Handout und andere Präsentationsmaterialien. Wenn wir beim vierten Punkt sind, möchte ich hier verweisen auf eine Videoplaylist, die ich dann hier zusammengestellt habe. Wenn man hier draufklickt, gelangt man dann dementsprechend zu YouTube und kann dann hier zum OpenOffice LibreOffice Programm Impress, das ist das Gegenstück zum PowerPoint, kann man hier dementsprechend dann sich anschauen, wie man da eine Präsentation zusammenstellt. Wenn das also, wenn man noch was zulernen möchte. Nächster Punkt ist dann, wie schaut es aus mit der Kontaktaufnahme am Beginn meiner Präsentation? Wie begrüße ich die Zuhörer? Wie stelle ich mich selber vor? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, so einen Einstieg in die Präsentation zu machen, indem man persönliches Erlebnis vielleicht schildert, auf aktuelle Ereignisse verweist, Zitate, Überschriften bestimmter einer passenden Website, ein Foto, kurz zeigen, ein ultra kurz Video, man hat nicht allzu viel Zeit. In der aktuellen Statistik zum Beispiel anfängt. Dann könnte man anführen, warum man ein bestimmtes Thema gewählt hat, was meine Interessen und Anliegen dabei waren, dass man einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Präsentation gibt, was einen dann noch erwartet, eine Art Inhaltsverzeichnis. Dann könnte man darlegen, ob man erwünscht, dass es Zwischenfragen gibt oder dass man erst am Ende der Ausführung zum Beispiel Fragen gerne haben würde. Und dann natürlich im Zentrum steht, was war meine Forschungsfrage, die ich da eben mit Hilfe meiner Arbeit beantworten wollte. Dann, welche Gliederung hat meine VWA? Man könnte das mit einem Verweis auf das Inhaltsverzeichnis machen. Welche Methoden habe ich verwendet? Habe ich eine kleine Literaturaufgabe hier umgesetzt? Habe ich empirisch gearbeitet? Welche Methoden habe ich verwendet? Dann als 13. Punkt kann man dann hier daran gehen, dass man die Inhalte der VWA darstellt. Im Sinne eines Musters zum Beispiel. Ich nehme an, es wird dann eine These und eine andere Annahme wäre zum Beispiel eine Antithese. Und inwiefern könnte man die beiden Meinungen vielleicht miteinander vereinen? Das sowohl als auch. Das wäre dann eine Synthese. Da kann man eben hier das als Beispiel nehmen.
eine bestimmte Person hat zu diesem Thema eine bestimmte Meinung, so eine These. Und diese Person begründet das eben dann damit, mit eben bestimmten Ausführungen, die man auch in die VWA aufgenommen hat. Dagegen spricht dann wieder eine andere These. Wenn man diese beiden Sichtweisen miteinander vergleicht, könnte man selber dann darauf kommen, das wäre eben dann deine Aufgabe letztlich auch, hier eine Synthese, das heißt eine Verbindung dann herzustellen. Zum Schluss letztlich, nämlich am Ende der Präsentation, aber nicht am Ende dieses Prüfungsgespräches, denn es kommt jetzt hier die Diskussion. Und da kann man das zum Beispiel machen, indem man dann eben zusammenfasst und dann meint, ich möchte zum Schluss betonen das, danke für die Aufmerksamkeit und ich bitte Sie, mir jetzt Fragen zu stellen und diesen Diskussionsteil dann zu öffnen. Wenn diese Diskussion stattfindet, dann geht es immer darum, dass man auch die eigenen Antworten begründet. Zum Teil vielleicht mit Verweisen auf Teilen der VWA, auf konkrete Beispiele, die Ihnen dann einfallen in diesem Zusammenhang. Und wenn eine Frage nicht verstanden wird, dass man dann auch gleich nachfragt, okay, was habe ich jetzt nicht verstanden? Können Sie mir das noch näher ausführen, was Sie damit eigentlich meinen? Und dass man auch dann im Zusammenhang mit dieser Diskussion dann auch Fachbegriffe erklären könnte, um dann eben deutlicher zu machen, was da gemeint ist und was das eigene Anliegen war und inwiefern man dann die Forschungsfrage im eigenen Sinne dann beantwortet hat. Also zusammenfassend hier zu dem Bereich Präsentieren und Diskutieren. Es handelt sich also nicht nur um eine Präsentation, sondern sehr wohl auch um eine Diskussion. Man soll die eigenen Ergebnisse gewissermaßen verteidigen. Man soll klarstellen, warum man die Forschungsfrage auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet hat. Und mit Hilfe dieser Punkte, die man hier durchgehen kann, bis zum 15. kann man eigentlich meiner Ansicht nach recht gut dann festlegen, was man beachten sollte, wenn man sich auf diesen letzten Punkt, nämlich der Präsentation und Diskussion, vorbereitet. Und dass man auch auf entsprechende Zwischenfragen da ganz gut gerüstet ist, um dann das Ergebnis der Beantwortung der Forschungsfrage gut vorbereitet zu sein.